willkommen. Heute mit der Review zur HDR50 von Umarex. Mit prominenter Unterstützung, nachdem ich ihn nicht davon überzeugen kann, vom Tisch runterzugehen. Die HDR50 wird CO2 betrieben, wobei man aus einer Kapsel solide 70 Kugeln ungefähr rausbekommt. Man kann zwar leer 100 Schuss verschießen, aber spätestens ab 70 fängt die Leistung an abzufallen. Da komme ich auch gleich zu den Wartungskapseln, welche ich für die eher nicht empfehlen würde, da die Kapsel so eingelegt wird und dann durch den Emergency Pin aktiviert wird, hat man das Problem, dass das gesamte Reinigungsöl sich dann so verteilt, dann hat man das alles hier drin im Griff und verklebt dann auch unter Umständen einem auf lange Sicht das Gewinde. Ich hatte dann das Problem nach dem letzten Mal, dass ich dann das Gewinde einfach nicht mehr aufbekommen habe. Da musste ich wirklich sehr kräftig dran drehen mit dem Imbus, dass ich überhaupt wieder an die Kapsel rankomme. Darum würde ich von den Wartungskapseln eher abraten. Das scheint mehr Probleme zu machen, als es hilft. Des Weiteren zur Leistung kann man sagen, bis 15 Meter sehr zielgenau und durchschlagskräftig. Mit bis zu 330 FPS. Dabei ist mir aufgefallen, dass es egal ist, ob man die Mini-FS oder normale Paint benutzt. Die Schwankungen waren minimal. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Das bringt mich auch gleich zu dem Punkt mit der Feldtauglichkeit. Für mich persönlich ist es fürs aktive Paintball-Spielen eher ungeeignet, außer vielleicht in einem Pistolenduell oder in einem Pistol-Only-Game. Weil zum einen hat man eben nur diese 6 Schuss, zum anderen kann es, wenn man Paint benutzt, das Problem geben, dass diese da gerne mal aus der Trommel fällt, weil sie nicht sonderlich fest sitzt teilweise. Diese hier zum Beispiel sitzt wesentlich lockerer wie die hier. Und das kann dann, wenn es mal hektisch wird oder auch sehr schnell gehen muss, oder auch generell hat man ja schon im Unboxing gesehen, dass sie einfach rausfallen. Das ist dann doch eher unpraktisch. Da würde ich dann doch eher zu Powderballs oder eben gleich zur Mini-FS wechseln. Zu der komme ich später auch nochmal, die habe ich nämlich auch gleich getestet. Bei dieser erkennt man auch gleich auf Anhieb, wo hinten und vorne ist, was man jetzt bei der normalen Paint eben nicht so hat. Da muss man auf das Gewinde achten. Und das kann halt dann auch wieder in schnellen Situationen, stressigen Situationen eher zu Problemen führen. Wenn man sie allerdings nur als Home Defense benutzen möchte, würde ich auf jeden Fall zu den FS raten oder zumindest zu Powderballs, da man Paint ja nicht allzu lang lagern kann. Schon gar nicht in der Trommel, da sie immer leicht unter Druck stehen, gehen die einmal drin irgendwann kaputt. Und wenn es dann dicke kommt, dann funktioniert sie am Ende plötzlich nicht mehr. Von daher würde ich eher zu den Powder FS raten, da diese wirklich extrem fest sitzen, die bewegen sich null und sie werden auch nicht alt. Können einmal drin oder eher unwahrscheinlich, dass sie einmal drin dann kaputt gehen mit der Zeit. Darum kann man die dann auch schön unterm Kopfkissen lagern und dann ist alles gut. Zur Feldtauglichkeit muss man auch sagen, dass aktuell gibt es zwar sehr viele sehr gute Möglichkeiten, die Trommeln an der Weste zu befestigen, da habe ich echt schon tolle Sachen gesehen. Zudem ist es halt, dass eben etwas sehr unhandlich ist. Wenn man jetzt mal eben schnell knallt, geht das fix. Allein bis man die zum Beispiel aus so einer Mollehalterung rausgeholt hat, was ich jetzt schon gesehen habe, ist auch das Kleine, es ist zu. Das verliert man zu leicht, finde ich. Es ist natürlich nur meine Meinung. Ich will da ja keinen in seine Spielweise reinquatschen, um Himmels Willen. Aber ich finde sie dafür eher ungeeignet, wenn man sie als Backup dabei hat. Mit einer Trommel irgendwie hinten versteckt in einem kleinen Holster oder unter der Weste. Wenn es wirklich brennt, jetzt gerade für Szenario-Games, ist das sicherlich sehr praktisch. Aber jetzt fürs aktive Spielen schon gar nicht als Hauptmarker, muss ich tatsächlich sagen. Also da ist eher ein Fun-Gerät, kostet ja auch nicht so viel, kann man sich ja mal erlauben, ohne dass die Frau einschlägt. Aber ich persönlich würde eben vom Hauptbetrieb oder als Hauptsekundär, auch schönes Wort, eher abraten. Aber ansonsten ist es ein super Teil. Man hat solide 15 Meter Reichweite, wie schon gesagt. Die FPS sind stabil. Sie ist auch sehr robust, also die ist mir tatsächlich schon runtergefallen, da ist nichts passiert. Da ist ein bisschen Schmutz, war nicht mal ein Kratzer dran. Von daher ist es auf jeden Fall ein super Gerät. Und empfehlen kann ich es auf jeden Fall, nur halt nicht für einen aktiven Feldeinsatz. Muss ich so sagen. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Dann kommen wir auch gleich zu den Mini-FS. In diesem Fall die CBP50 Kalkbälle. Im klassischen First Strike Design. Das Flugverhalten ist tatsächlich sehr gut gewesen auf 15 Meter. Danach wurde es schon schwierig, weil dann auch die effektive Reichweite der Waffe überschritten ist. Von daher kann man machen. Jetzt fürs Paintball will ich sie aus praktischen Gründen auch eher nehmen.
als jetzt normale Paint, weil sie eben schön fest sitzt, wie schon gesagt. Aber eben auch, weil sie wirklich schnurgerade fliegt, die ersten 15 Meter, und dann fängt sie an abzustürzen. Weil man sozusagen muss, dass jetzt die HDR50 keinen gezogenen Lauf hat, also begünstigt jetzt die Form nicht. Sie haben zwar das Gewinde drin, ganz genauso wie die First Strike eben auch, aber das hilft halt wirklich nur auf den ersten 15 Metern. Und auch ein weiterer Grund, warum man den Markierer eher nicht als Hauptwaffe im Feld nutzen sollte, sind halt noch sehr teuer. Ich habe jetzt für diese 10 Stück, glaube ich, 13 oder 14 Euro bezahlt, was halt schon echt der Hausnummer ist. Weil man in dem Fall auch wieder sagen muss, für den Home-Defense-Bereich sind sie wiederum perfekt geeignet, da man sie eben lange lagern kann, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass sie alt werden. Und da sie gerade im Nahbereich eine verheerende Wirkung auf das Zielobjekt haben. So, das war's dann auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst einen Kommentar und einen Daumen da. Und ansonsten sieht man sich auf dem Feld oder beim nächsten Video. Und tschüss!